Unsere Bewohner fühlen sich hier sehr wohl. Gerade dieses Miteinander, das tut auch jedem Menschen gut. Das Haus ist sehr weitläufig, es ist sehr hell und freundlich ausgestattet. Man fühlt sich hier einfach zu Hause und vor allen Dingen hat man hier eine 24-Stunden-Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Die Pflegekräfte ziehen die Bewohner morgens an, vorher natürlich gewaschen und gepflegt und Blutdruck gemessen, alles das, was gemacht werden muss. Danach geht es zum Einkaufen, zum Tandemladen. Der Einkauf gestalte ich so, dass Mitarbeiter mit den Senioren zum Tandemladen hingehen. Wir haben dort kleine Einkaufskörbe vorbereitet. Die werden dann ganz individuell nach den Bedürfnissen der Wohngemeinschaft gepackt. Es wird vor Ort an der Kasse bezahlt. Wir haben den Tante-Emma-Laden so ausgestattet, wie es früher zu Omas Zeiten war, mit alten Schränken, mit einer sehr alten Kasse. Das Mittagessen wird dann danach zubereitet. Es wird gemeinsam, so wie hier jetzt, Mittag gegessen. Nachmittags sind dann die Betreuungsangebote. Man geht vielleicht mit den Bewohnern spazieren, wenn wir den großen Innenhof, dass man dann halt sagt, hier komm, wir gehen jetzt mal zu den Kaninchen. Und wir haben ein Kräuterbeet angelegt, gemeinsam mit den Bewohnern. Und ein Erdbeerbeet haben wir hier. Und alles wird hier gemeinsam gemacht. Das Besondere ist im Grunde genommen, dass man sich hier frei entfalten kann, sich frei bewegen kann und selbst entscheiden kann, was möchte ich. Und das sind einfach die Freiheiten, die man hier hat. Das erste Mal haben wir ja die 7 Wohngruppen mit jeweils 12 Bewohnern hier im Haus. Dann haben wir die Tagespflege. Unsere Tagesgäste, die werden morgens vom Fahrdienst aufgeholt und abends nach Hause gebracht. Ja, zum einen haben die Bewohner die Möglichkeit, sich hier selber die Wohnung einrichten zu können, es so einzurichten, dass sie sich wohlfühlen. Das heißt, dass sie ihre Möbel mitbringen, ihre Bilder, das ist uns besonders wichtig, weil sie sollen sich auch zu Hause fühlen. Wir laden alle Interessierte ganz herzlich hier in unserem Hause ein, das Haus mit allen Sinnen, mit dem Hören, Sehen und Fühlen zu besuchen, es kennenzulernen. Und wer sich wohlfühlt, darf sich gerne von uns beraten lassen. Er ist herzlich willkommen und wir stehen jederzeit zur Verfügung. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie gerne zu mir kommen. Wir können ganz in Ruhe eine Tasse Kaffee hier trinken im Hauscafé. Sind alle herzlich willkommen.